Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Glaubst du wirklich daran? Ich glaube nicht, dass ich da... Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Man darf halt nicht alles glauben. Unser Kommandant, Lord Hagen, hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladiner. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos. Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber ich will nichts mehr davon hören. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Ich hab mir das schon gedacht. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel, mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich erzähle doch nichts Neues. Und so stimmt. Und das Meer gab das Land frei. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft. Was ist das für eine Botschaft? Es werden bald schreckliche Dinge passieren. Schreckliche Dinge, also, Woher weißt du das? Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Aha. Und deshalb hast du dich auf den Weg gemacht. Wer bist du eigentlich? Ich bin ein Abenteurer aus dem Süden. Fassen wir mal zusammen. Du bist also ein Abenteurer aus dem Süden, der irgendwo aufgeschnappt hat, dass bald schreckliche Dinge geschehen werden. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Ich glaube, du verschweigst mir etwas. Falls du Sorge haben solltest, dass ich das, was du mir erzählst, weitergebe, ich habe geschworen, alle Geheimnisse, die mir anvertraut wurden, für mich zu behalten. Und was ist mit den ganzen Leuten hier?
Sie verstehen nur die Hälfte von dem, was ich Ihnen predige. Mach dir also keine Sorgen. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Was ist das für eine Botschaft? Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber da muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Ein großes Rätsel beschäftigt Korinnes in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Rede mit Lord Hagen. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen, kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Das kann ich mir vorstellen, dass dir das gefallen würde, was? Anderen Leuten die Gesetze vorlesen, während du dir ihre Börse einsackst. Die Paladine haben am Hafen ihr Proviantlager aufgeschlagen. Der Proviantmeister dort ist ein guter Freund von mir. Vielleicht kann er ja etwas für dich tun. Sein Name ist Martin. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, es soll zurückgebracht werden. Mal wieder an mir hängen, hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten.